Hallo liebe Freunde, Diego hier. Herzlich willkommen bei meinem großen Jahresrückblick 2019. Mittlerweile ist so eine Zusammenfassung fast traditionell geworden. Diesmal aber in einer gemütlichen Atmosphäre, weil ich euch etwas zu zeigen habe zwischendurch. Erstens möchte ich mich bei allen meinen Abonnenten, Followern, Zuschauern und selbstverständlich bei allen Lesern meiner Bücher herzlich bedanken. Vielen herzlichen Dank. Es war ein turbulentes Jahr und zwar nicht nur hinsichtlich der zahlreichen Einzelfälle oder, wie sagt man es schon heute, tragische Vorfälle oder sowas. Also ich erinnere nur den Bahnhofsschubser in Frankfurt, dann hatten wir die Samurai-Attacke und dann den Mord an einem Feuerwehrmann in Augsburg, nur um mal ein paar Fälle zu zitieren. Also wie gesagt, das war ein turbulentes Jahr, sodass ich mich in dieser Zusammenfassung auf die wesentlichen Punkte beschränke. Und damit meine ich jene Themen, die A, Ankündigungen der nächsten Punkte der Agenda sind und B, bei der Umsetzung uns unmittelbar und mit voller Wucht treffen werden. Aus diesem Grund ist dieser Jahresrückblick 2019 auch in gewisser Weise ein Jahresausblick 2020. Beginnen wir mit dem im Januar unterzeichneten Aachener Vertrag. Dieser ist bekannterweise keine bloße Erneuerung des alten Élysée-Vertrages, auch als deutsch-französische Freundschaft bekannt, sondern der Grundstein für eine faktische und bald institutionelle Staatsfusion. Parlamente, Verwaltungsapparat und sogar das Militär sollen harmonisiert werden. An Frankreich orientiert, versteht sich. Zur Erinnerung, Macron strebt eine Europäisierung der Sozialversicherung an. Hinsichtlich dieser Tatsache hatte ich öfters an die berühmten Interviews mit Professor Böttcher bzw. mit Michel Serres hingewiesen und beide sind große politische, metapolitische Influencer und haben genau das gefordert. Böttcher sogar in den sogenannten Europabriefe bei der Kutnov-Kalergi Society. Aber dabei ist es nicht geblieben. Im März unterzeichnete Schäuble einen deutsch-französischen Parlamentsvertrag und einen Vertrag zu einem neuen Ministerrat. Beide übernationale Organe sind keine EU-Institutionen und sind im September dieses Jahres operativ geworden. Federführend wird das Parlament von Heiko Maas und Amélie de Montchalin geleitet. Entschuldigung, ich kann kein Französisch, aber auf alle Fälle ist dieses Paar sozusagen federführend leitend eben des neuen deutsch-französischen Parlaments. Und jetzt wäre die Frage angebracht, für was braucht man übernationale Institutionen außerhalb der EU? Reicht die EU nicht aus? Der Aachener Vertrag und alles, was damit zusammenhängt, sind sozusagen als EU-Ersatz zu betrachten. Sollte die EU als Vorstufe der Vereinigten Staaten von Europa nicht mehr taugen, weil zum Beispiel einige Länder die Multikulti- und Multisex-Agenda ablehnen, wird dieser Plan B hochgefahren. Schon, dass wir bei dem Thema abtrünnige Länder sind. Die EU, maßgeblich Frau Merkel, steckt unter den stillen Staatsstreichen und Putschversuchen, nachweislich sozusagen. Diese Strategie richtet sich auch gegen metapolitische Kräfte. Im März begann die Verleumdung von Martin Sellner als Terroristen, weil der Christchurch-Attentäter ein Jahr vor dem Attentat ihm eine Spende geleistet hatte. Sebastian Kurz und andere Politiker sahen sofort eine Verbindung und es folgten Razzien, Hausdurchsuchungen und weitere Schikanen, die sich im Dezember dieses Jahres als unrechtmäßig erwiesen. Gut, das versteht jeder mit gesundem Menschenverstand. Es kann sein, dass der Sachverhalt untersucht wird, aber jetzt mal drauf aufs Herz, egal wie man zu Martin Sellner steht, ein Mutant mit ungeahnten übermenschlichen Kräften wie Professor X oder sowas ist er nicht.
In Mai war die FPÖ selbst betroffen. Ich rede von der sogenannten Ibiza-Affäre. Diese Candid-Camera-Inszenierung bewies eigentlich gar nichts, war aber Anlass dazu, eine vermeintliche Einflussnahme der Russen und der FPÖ auf die Pressefreiheit zu unterstellen. Nachweislich wusste auch ein gewisser Jan Böhmermann davon, also von dieser Affäre. Die Aufzeichnung war über ein Jahr alt, wurde aber wie eine Zeitbombe pünktlich kurz vor den EU-Parlamentswahlen gezündet. Grund: Es hatte sich eine patriotische Allianz, also von der Lügenpresse als Allianz der Rechtspopulisten verunglimpft, zwischen Matteo Salvini, Marine Le Pen, Geert Wilders, der AfD, maßgeblich unter der Führung von Jörg Meuthen, und der SPD von Tomio Okamura gebildet. Und diese inszenierte Affäre, die keine war, wirkte sich negativ auf alle beteiligten politischen Kräfte aus. Das war eigentlich das Ziel des ganzen Theaters. Die Folgen: Strache musste zurücktreten und die türkisblaue Koalition zerbarst. Dabei ist es nicht geblieben. Wir hatten einen zweiten stillen Staatsstreich erlebt, und zwar in Italien. Es ist nachgewiesene Tatsache, dass Carola Rackete ad hoc an einem bestimmten Tag zum Hafen von Lampedusa steuerte. Journalisten von La Repubblica und Abgeordnete der Demokratischen Partei, Partito Democratico, waren an Bord dieses Schiffes zusammen mit Carola Rackete und mit den Flüchtlingen. Und diese wussten genau, wann eine wohlwollende Untersuchungsrichterin, vermutlich von Magistratura Democratica, vom Dienst war, also wann sie Dienst hatte. Und die PD und La Repubblica hängen mit dem SPD-Nein-Netzwerk von Süddeutscher Zeitung und Co. zusammen. Ob auch Journalisten der SZ oder von Spiegel an Bord waren oder in Kontakt, in direktem Kontakt zu ihren Kollegen von La Repubblica standen, ist umstritten. Ich will jetzt an der Stelle niemanden beschuldigen, aber Fakt ist, dass eben Journalisten von La Repubblica und Abgeordnete der linken Demokratischen Partei an Bord dieses Boots waren. Das ist nachgewiesen worden. Und diese ganze Aktion offenbarte die Schwäche der Salvinis Dekrete. Salvini selbst geriet immer mehr unter Druck, und zwar vom eigenen Koalitionspartner, also von der Fünf-Sterne-Bewegung. Die Schließung der Häfen und der versuchte Schulterschluss der Lega mit den Visegrad-Staaten und sogar mit den Russen waren der sonst neugrünen Bewegung ein Dorn im Auge. So gesehen kam der Frontenwechsel der Fünf-Sterne-Bewegung zur PD keineswegs überraschend, im Gegensatz zu den Beteuerungen der linken Lügenpresse in Deutschland und in Italien. Und es stellte sich heraus, dass der Putsch seit Januar geplant war. Conte unterhielt sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit Merkel und polterte sozusagen gegen Salvini, kolportierte gegen Salvini. Und es war ein inoffizielles Vier-Augen-Gespräch am Tresen, aber mit schwerwiegenden Folgen. Bei diesem Forum übrigens verlautbarte ein gewisser George Soros zum ersten Mal, dass die Grünen seine letzte und größte Hoffnung seien im Kampf für eine offene Gesellschaft und gegen die bösen Nationalisten. Ja, die Grünen haben faktisch die SPD abgelöst, und zwar nicht nur wegen ihrer Nähe zu Greta Thunberg, Fridays for Future und Extinction Rebellion. Die Grünen unterhalten Netzwerke zu EU-freundlichen Parteien in Osteuropa bzw. europaweit, LMP in Ungarn, die Piraten und Millionmomente für die Demokratie, ich sage an der Stelle für die Ochlokratie in Tschechien, dann haben wir die Progressisten in der Slowakei und die Wiosna LGBT-Partei in Polen. Es ist kein Zufall, dass diese gesteuerten Protestbewegungen gegen die Gelbwesten und pro Macron sind und ausgerechnet seit Herbst 2019 massiv den Druck auf die EU-skeptischen politischen Kräfte ausüben. Solche Marionetten sind zwar eine Minderheit, aber eine sehr aggressive Minderheit.
Weitere Gefälligkeitsparteien wie Top 09 rutschen langsam unter die 5%-Hürde. Gut so. Haben sie aber offensichtlich zu Merkel und Macron bekannt. All dies nennt man heute Soft Power, also stille Putschversuche. Und wenn diese Putschversuche scheitern, wird die EU, Klammer auf, die SSR, Klammer zu, Sanktionen wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit anstreben. Wir wissen alle ganz genau, was die EU der SSR unter Rechtsstaatlichkeit versteht. LGBT, Energiewende, Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge und so weiter und so fort. Sind diese Sanktionen undurchsetzbar, dann wird es höchstwahrscheinlich zur Spaltung der EU zwischen Aachen und Visegrad kommen. Mit Folgen, die bis zum Krieg führen können. Allerdings haben wir ein anderes Ereignis erlebt diesmal. Ein Land in Europa hat dieses Jahr gezeigt, dass es doch anders geht und gleichzeitig, dass alternative Wege nicht so einfach umzusetzen sind. Mit dem Wahlsieg von Boris Johnson und von seinen Tories ist die Umsetzung des Brexit unter Dach und Fach. Das ist beschlossene Sache. Und selbstverständlich wollten hier die linksgrünen Propagandisten bei der Tagesschau und beim Heute-Journal diese Tatsache nicht anerkennen, nicht wahrhaben. Selbstverständlich werden nicht alle Verbindungen, insbesondere nicht die ökonomischen Verbindungen, gekappt. Dennoch hat die EU nach dem Brexit keinen direkten politischen Einfluss mehr auf Großbritannien. Allerdings hat der britische Sonderweg gezeigt, dass auch ein ökonomisches Schwergewicht wie UK es schwer hat, seine Wirtschaft neu auszurichten. Großbritannien hat 3 Jahre dafür gebraucht. Mit dem Sichtbarwerden solcher Verflechtungen wird auch klar, welche Ideologie tatsächlich in Westeuropa, maßgeblich in Deutschland bzw. in Schweden, dominiert. Der Kulturmarxismus. Es ist eine Synthese sämtlicher neopositivistischer Doktrinen des westlichen Sozialismus, nicht nur der 68er. Frankfurter Schule, Fabian Society, Antonio Gramsci, Rudi Dutschke und Saul David Alinsky. Letzterer ist bekannt wegen seiner sogenannten Regeln für radikale Aktivisten, Rules for Radicals. Also die neue Ideologie ist eine Synthese dieser Teilideologien des westlichen Sozialismus. Und die Kudnov-Kalergi-Riege, Pan-Europa und so weiter, zieht am selben Strang. Die Finanzierung ist halbwegs kapitalistisch, aber die Geldgeber streben keineswegs einen freien Markt an. Sie selbst sind die Marktregulierer und wollen Oligopole und dann sukzessiv Monopole errichten und natürlich alles kontrollieren, zusammen mit den Institutionen, zusammen mit dem Staat bzw. mit dem neuen EU-Superstaat, Vereinigten Staaten von Europa oder wie auch immer man dieses Konstrukt nennen will. Was tun sie aber, wenn einige Länder diese Ideologie ablehnen bzw. wenn in Westeuropa ein paar Widerständler keine Ruhe geben? Gegen abtrünnige Länder ist seitens des linksgrünen Lagers sogar die militärische Option denkbar. An der Stelle erinnere ich, dass letztes Jahr Annegret Kramp-Karrenbauer verkündete, ein Dienstjahr, eine neue Dienstpflicht, zivil wie militärisch einzuführen und für Flüchtlinge öffnen zu wollen. Ein Jahr später wird sie Verteidigungsministerin, so ein Zufall, und startet die sogenannten Werkstattgespräche über dieses Thema. Angeblich gäbe es einen breiten Konsens darüber in der CDU. AKK und Katrin Göring-Eckardt haben dieses Jahr bereits im Februar verlautbart, dass sie gut miteinander regieren könnten. Und wenn das keine Vorankündigung von Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz, je nachdem, ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber selbstverständlich wird es nie passieren. Die Grünen sind bekennende Pazifisten und haben nie Kriege befürwortet, richtig? Naja, in einem Land ist zum Beispiel eine Minderheit rebellisch und folgt der Massenpsychologie nicht, dann käme die Lösung aus Italien. Also wir reden jetzt von Ländern wie zum Beispiel in Deutschland, wo die Mehrheit systemkonform ist, aber es gibt auch eine Minderheit, die aufmüffig wird.
Ja, die Forscherin Maddalena Marini aus Italien hat im italienischen Staatsfernsehen RAI ihre neue Methode erklärt. Ja, leichter Elektroschocker gegen Vorurteile, gegen Sexismus, gegen Rassismus seitens der alten weißen Männer. Diese Methode sei nach Angaben von Frau Marini und deren Institut praktisch und an Schulen, Universitäten und in Betrieben umsetzbar. Ich nenne es MKUltra 2.0, aber genau das wird salonfähig gemacht. Schon, dass wir bei den Grünen sind, die gegenwärtig laut Umfragen zweitstärkste Kraft wären. Die Grünen und ihre Netzwerke, nicht nur die Antifa, treiben das Thema Klimawandel auf die Spitze. Sie ziehen alle Register und haben ihre Agenda bereits offenbart. Mehr deutsch-französische Zusammenarbeit, also die Staatsfusion schneller vorantreiben, mehr Verbote für angeblich mehr Freiheit, so lautete die Aussage von Parteichef Habeck, Einfärchen aller Menschen in sogenannten Smart Cities, Verbot aller Verbrennungsmotoren bis spätestens 2030, sukzessiv Verbot privaten Pkw-Besitzes, Fleisch, wenn überhaupt, aus dem Labor, Gemüse aus Aquakulturen in Stadtfarmen. So ein Gemüse wächst in Wasser und hat den Boden nie gesehen. Das alles verändert sich. Und es verändert sich in drei Schritten. Der erste Schritt ist der, der in Deutschland natürlich seit Jahren sehr hitzig diskutiert wird und natürlich in der Automobilindustrie überhaupt nicht gerne gesehen wird. Wir verändern den Antriebsmotor. Wir kommen von einem Verbrennungsmotor, in Deutschland geradezu ein Fetisch. Der ist total komplex, der ist wartungsintensiv, der ist teuer, laut, fürchterlich dreckig und vor allem unglaublich ineffizient. Wirkungsgrad 20%. 80% der Energie, die Sie da reinstecken, um von A nach B zu kommen, ist Müll. Wärme. Das Ding ist eine Kraft-Wärmemaschine und keine Mobilitätsmaschine. Das hat Ihnen nur nie jemand erzählt. So ist die Realität und wir verändern das jetzt und wir steigen jetzt um auf einen Elektromotor, auch wenn das einige immer noch nicht wollen in Deutschland. Es wird passieren, glauben Sie mir, es passiert, das haben die Chinesen entschieden. Da werden wir auch nicht mehr gefragt. Aber dieser Wechsel, dieser erste Schritt, so sehr er auch in Deutschland emotional immer wieder betrachtet wird, glauben Sie mir, es ist eine Trivialität. Der wirklich wichtige Veränderungsschritt ist der zweite, nämlich wir wechseln den Fahrer. Weg von einem Menschen, der hin und wieder aggressiv ist, zuweilen müde wird, hin zu einem Algorithmus, zu einem Computer, zu einem Roboter, der eben nie müde wird, der nie aggressiv ist und der sich einfach schlichtweg immer an Regeln hält. Okay? Das, was jetzt passiert, ist der dritte Schritt. Nämlich, wir wechseln nach dem Antrieb und dem Fahrer den Eigentümer. Nicht mehr Sie besitzen ein Fahrzeug oder Ihre Firma, wo Sie arbeiten. Tut mir leid für Sie, Ihnen das sagen zu müssen, sondern diese Fahrzeuge gehören dem Betreiber des Schwarms. Ich glaube, wir werden nicht alle Linsenesser werden und deswegen müssen wir es technisch machen. Und das Stichwort lautet In-vitro-Fleisch. Mark Post, niederländischer Wissenschaftler, schaffte es im Jahr 2013 zum ersten Mal, Fleisch im Bioreaktor herzustellen. Das ist kein Kunstfleisch, das ist echtes Fleisch. Was passiert da? Da werden Stammzellen von einem Tier genommen, das tut nicht mal weh. Die kommen in ein Reagenzglas bzw. in eine Petrischale, da ist eine Nährstofflösung drin und dann wird Energie hinzugefügt und dann wächst dieses Fleisch. Es vermehrt sich und wächst, wie am Knochen, nur deutlich schneller, weil sie können es steuern. Wir werden erleben, dass in unseren Städten sich viel verändert. Wir kriegen Stadtfarmen. Das ist in New York und in Singapur heute schon Usus, dass auf irgendwelchen Hochhäusern Gewächshäuser gebaut werden und dann Vertical Farming stattfindet, intelligente, digitale Landwirtschaft. Diese Pflanzen wachsen nicht in Erde, die haben noch nie in ihrem Leben Erde gesehen. Die wachsen in Nährstofflösungen, die schwimmen in Wasser, in Nährstofflösungen. Diese Nährstoffe kommen zum Beispiel bei den Aquaponiksystemen aus den Abfällen der Fische. Geschlossene Nährstoff- und Wasserkreislaufsysteme, die es möglich machen, auf sehr beengten Raum innerhalb von Städten urbane Landwirtschaft zu betreiben. Sie werden erleben, dass das überall in unseren großen Städten kommen wird in den nächsten Jahren. Wissen Sie übrigens, in welchen Gebäuden das gemacht wird? Ich will es Ihnen sagen. Karstadt, Kaufhof, Parkhäuser, all die Einzelhandelszentren, die es heute noch gibt und die in die Insolvenz gehen werden, weil Sie alle bei Amazon einkaufen.
Zur Erinnerung, es sind die gleichen Kräfte, die vorgeben, gegen Gentechnik und weitere Manipulationen zu sein. Frage, welchen Dünger wird man in diesen Aquakulturen verwenden? Heinkes behauptet, aus Fischabfällen. Aber diese Fische müssen irgendwo gezüchtet werden oder holen sich die Grünen diese Fischabfälle direkt aus dem Meer. Ja, das ist die grüne Agenda, sehr ökologisch. Das klingt irgendwie wie ein Plot eines dystopischen Films, aber das ist die Realität, das ist die Agenda. Bitte thematisiert das mit euren Freunden, weil wenn Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz kommt, da kommt das auf uns zu. Und deswegen sind ausgerechnet Grüne, Fridays for Future, Extinction Rebellion und wie sie alle heißen, die größten Feinde der protestierenden Landwirte. Denn sie wollen die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, egal ob konventionell oder bio, also die Landwirtschaft, ihr wisst schon, mit Acker und so weiter, abrasieren. Allein bei zunehmender Bodenversiegelung für die Betonfundamente von Windrädern hat die herkömmliche Landwirtschaft laut diesen dystopischen Plänen keine Zukunft. Schade, sage ich jetzt an der Stelle, dass YouTube-Kollegen dieses Thema wirklich stiefmütterlich behandeln. Denn das ist der Hauptpfeiler der kommenden Ökodiktatur. Wie gesagt, eigentlich Ökodystopie. Grausamer als Orwells 1984 und Huxleys Brave New World, Schöne neue Welt zusammen. Ja, für Grüne und Co. ist das ein noch wichtigeres Thema als die Massenmigration selbst. Besser gesagt, das ist der ideologische Vorwand, um deutsche Pässe massenhaft an sogenannte Klimaflüchtlinge zu verteilen. Claudia Roth hat dies ausdrücklich gefordert und das ist nicht die einzige Stimme bei den Grünen, die sowas teilt und eben diesen Vorstoß verantwortet hat. Ich nehme diese Drohungen ernst. Ja, das sind Drohungen gegen unsere Freiheit und gegen unsere körperliche Unversehrtheit bald. Frau Merkel hatte die grüne, klimaneutrale Roadmap bereits 2017 angekündigt. Und heute drücken die Grünen und alle anderen aufs Tempo, und zwar alle miteinander. Die betreiben nur das Spiel des guten und des bösen Polizisten. Also die einen fordern mehr und dann kommt es zu einem Kompromiss. Und dieser Kompromiss war eigentlich der geplante Etappensieg. So verschiebt sie das Overton-Fenster weiter nach links, bis zum geht nicht mehr. Und nicht nur dieses Thema, sondern auch die philosophische Basis der heute herrschenden Ideologie und deren möglichen und sehr wahrscheinliche Auswirkungen habe ich sowohl in zahlreichen Videos fokussiert, als auch in meinem Sachbuch Was war und was kommen wird. Das ist hier. Und dieses Buch ist im Juni dieses Jahres veröffentlicht worden. Das war auch ein Ereignis, selbstverständlich persönlich. Warum fördern die Grünen, die angeblich so ökologisch orientiert sind, keine echten ökologischen Lebensstilansätze? Zum Beispiel Off-Grid-Living, bzw. Tiny Houses oder derartiges. Ganz einfach. Diese Lösungen kommen der Autarkie sehr nah und sind an eine Sache gekoppelt, welche die Grünen abschaffen wollen. Also, sie haben sich dafür erklärt, sowas abzuschaffen, nennt sich Eigentum. Ich glaube, die Rufe nach Enteignung, nicht nur in Berlin, hat jeder aufgewachte Mensch wahrgenommen. Und es geht in diese Richtung. Auch die Initiative Soziales Bodenrecht geht in diese Richtung, strebt praktisch ein Verbot von Eigentum an Grund und Boden. Grüne Sozis und mittlerweile Linke, aber auch die CDU, wollen uns sogar vorschreiben, wie viele Quadratmeter uns zustehen. Und selbstverständlich wollen sie auch Kaminöfen und Holzöfen verbieten. Also geplant sind 30 Quadratmeter pro Single-Haushalt. Und Bauen soll künftig nur in die Höhe und in Städten erlaubt sein. Alles andere sei ein Krebs für die Natur. Siedlungen und so weiter auf dem Land sollen verschwinden. Glaubt ihr, dass sowas nie oder nie in unserer Lebenswahrscheinlichkeit kommen wird? In einer kleinen Gemeinde in Münchener Norden ist das seit 2016 beschlossene Sache. Auf dem ehemaligen EADS-Gelände entsteht die erste Smart City als Pilotprojekt. Schöne neue Welt.
Der neue grüne Minimalismus hat mit Ökologie und mit Umweltschutz nichts zu tun. Es geht einfach darum, uns in hochtechnologische offene Gefängnisse einzusperren, soweit offen, weil man sich innerhalb des Gefängnisses frei bewegen kann, zu Fuß versteht sich, aber das Gefängnis sich verlassen kann. Diese Gefängnisse heißen Smart Cities. Und es geht darum, die Republikflucht 2.0 zu verhindern. So nach dem Motto, der Bürger darf nicht entkommen, geschweige sich verteidigen. Denn die Grünen fordern gleichzeitig Armbrust und sogar Luftpistole auf WBK und Lagerung in Schützenvereinen. Das bedeutet die vollständige Entwaffnung des Volkes, die absolute Wehrlosigkeit. Was die neuen menschlichen Ressourcen, auch Fachkräfte genannt, für eine Rolle spielen werden, hat Annegret Kramp-Karrenbauer bereits erklärt. Zur Erinnerung, die französische Armee und die Bundeswehr bilden in der Sahelregion, also geografisch unmittelbar unter der Sahara-Wüste, moderate Milizen aus, die aber nur im Vergleich zu ISIS bzw. zu Boko Haram moderat sind. Und die IOM, Internationale Organisation für Migration, hat dieses Jahr offiziell den Beginn einer künftigen Luftbrücke angekündigt im Rahmen des German Resettlement Program. Ja, das heißt, diese Leute kommen zu uns und die kommen wie gewöhnlich, so nach dem Motto Business as usual, ohne Pass, ohne Papiere und so weiter und so weiter. Und die werden eben im neuen Dienstjahr rekrutiert. Die gleichen Blockparteien, die übrigens einem Viktor Orban oder einem Miloš Zeman mangelnde Rechtsstaatlichkeit vorwerfen, wollen eine deutliche Verschärfung der bestehenden dystopischen Zensurgesetze. Twitter wird zunehmend unter Beschuss genommen, die Zensur sei dort viel zu lasch. Die Justizministerin Christine Lamprecht fordert den Zugang des Staatsschutzes, ich würde sagen der Staatssicherheit, zu den Passwörtern, zu unseren Passwörtern. Der Katalog der verbotenen Hassbegriffe, also der Meinungsdelikte, soll nach Orwellschen Muster erweitert werden. Dennoch sind manche Plattformen der besagten Justizministerin und der NED, der neuen Einheitspartei Deutschlands, zuvorgekommen und haben seit Mitte des Jahres einige unbequeme Kanäle entweder temporär oder unwiderruflich gesperrt bzw. gelöscht. Roviso, Martin Sellner, Never Forget Niki und neuerdings unblocked. Das erfordert meines Erachtens einen Strategiewechsel, gleichermaßen bei alternativen Medienmachern als auch bei den alternativen Medienmachern und bei den Konsumenten. Ich will hier nicht alles in Details wiederholen, was ich in meinem letzten Video zu diesem Thema gesagt habe. Kurzfassung, mehrgleisig auf mehreren Plattformen aktiv sein und sich aktiv weiter vernetzen. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine waschechte Regulierungsbehörde errichtet wird, wie ich in meinen Büchern erklärt habe. Und zwar eben in meinem Sachbuch, was war und was kommen wird. Und in meinem ersten Roman, hier in der Sonderedition von jenen, die um Freiheit kämpfen, Global Dawn 1, die Abtrünnigen. Von da weg ist der Zugang zu alternativen Informationen nur aus dem Ausland möglich. Also sobald sich so eine Institution, so eine Behörde sozusagen installiert. Und wie gesagt, der Zugang zu alternativen Informationen wird von da weg nur aus dem Ausland möglich sein und trotzdem hochriskant. Zu meinem Bedauern muss ich feststellen, dass manche Kollegen mehr mit dem gegenseitigen Bashing beschäftigt sind, als mit der Vernetzung und mit der Errichtung alternativen Strukturen, die wir dringend brauchen. Und die sind zwar anarchoid sozusagen, aber es ist gut, dass sie anarchoid sind. Weil nichts ist schlimmer, als alles zu bündeln auf einer Plattform, die mit Mausklick gesperrt werden kann oder die ein gefundenes Fressen ist für den Staatsschutz und für die staatliche Spionage. Bedauerlicherweise, wie gesagt, haben viele Kollegen etwas anderes im Kopf und das in Verbindung mit dem Distanzierungswahn bei der AfD verspricht nichts Gutes. Ja, ich hatte den AfD-Parteitag verfolgt, live,
Und in Bezug auf Unvereinbarkeitslisten und Abgrenzungen bekam ich wirklich ein saures Aufstoßen. An der Stelle sage ich abermals, zu glauben, sich mit einer etablierten politischen oder metapolitischen Kraft gutstellen zu können und somit das Overton-Fenster, sozusagen die öffentliche Meinung, wieder in die Mitte ziehen zu können, ist eine Illusion. In der CDU ist die sogenannte Werteunion von Max Otte und Hans-Georg Maaßen eine Minderheit. SPD, Grüne und mittlerweile sogar die FDP sind vollständig gesäubert worden und die laufen auf Kurs, voll auf links-grünen Kurs. Die CSU fordert höhere Strafen gegen Meinungsdelikte und mehr Überwachung. Und über die SED-Nachfolgepartei verschwende kein Wort. Nein, auch Frau Wagenknecht zählt zum System. Punkt aus. In meinen Videos hatte ich die AfD als einzig mögliche Option, politische Option bezeichnet, um die Notbremse ziehen zu können. Achtung, die Notbremse, von einer Lösung konnte und kann nicht die Rede sein. Allerdings, nach diesem Parteitag muss ich bedauerlicherweise feststellen, dass auch diese Option langsam sich in den Bereich der Unwahrscheinlichkeit verabschiedet. Mit anderen Worten, und wie ich in meinem Buch als traurige Vermutung geäußert hatte, wenn es so weitergeht, sind kollektive Lösungen nicht mehr möglich. Nur individuell oder für kleine Gruppen gibt es Lösungsansätze, die aber, wenn es so weitergeht, mit Auswandern und mit dem Anschluss an die dortigen Widerstandsbewegungen verbunden sind. Weil hier eben diese linksgrüne Dystopie installiert wird. Ja, der Grund dafür ist einfach, des Volkes Geist ist mehrheitlich linksgrün vergiftet. Es gibt sogar Demos für mehr Steuern und für mehr Selbstkastration, Selbstabschaffung und so weiter. Ihr wisst schon, schützt das Klima heute oder sowas. Und neuerdings eben diese Geschichte mit dem Kinderchor, mein Opa ist ein Umweltsau, ist eine Umweltsau und so weiter. Da sieht man richtig die Indoktrinierung der Kinder an Schulen. Und Schulen bzw. generell Bildungseinrichtungen waren das Zielobjekt Nummer 1 der Frankfurter Schule, der Fabian Society und solcher Bewegungen des westlichen Sozialismus. Weil dort man junge Leute schnell eben und einfach indoktrinieren kann, und zwar massenhaft. Und diese sind dann die kommenden Generationen von Wählern einfach oder auch selbst von Politikern oder Beamten und so weiter und so fort. Das bedeutet, dass auch eine revolutionäre Lösung völlig ausgeschlossen ist. Also ich mache es kurz. Käme auch eine ganze Armee von Robin Hoods zu Hilfe, ja, stünde die Mehrheit des Volkes auf der Seite von Prinz John, also auf der Seite des unterdrückenden Linksstaates. Die Zeit drängt, weil ausgerechnet jene, die sich intensiv mit den Themen wie Krisenvorsorge und so weiter und so fort beschäftigen, mittlerweile als Nazi-Prepper betitelt werden und vom Verfassungsschutz beobachtet werden, als ob sie Terroristen oder potenzielle Terroristen wären. Wir wissen ganz genau, dass die höchste Terrorgefahr aus anderen Kulturkreisen kommt. Aber man kann sich darüber beschweren, aber das ist die Realität. Ich sag mal so, den Luxus, uns auf irgendwelche Szenarien vorzubereiten zu können, wird uns der Linksstaat nicht gewähren. So lautet der Tenor. Und den Umständen entsprechend werde ich selbst, für mich persönlich 2020, die Konsequenzen ziehen und mich auch privat neu ausrichten. Meine Videos und meine Bücher veröffentliche ich nicht zum Zwecke der Unterhaltung oder der Moralpredigt oder zum Selbstzweck oder wie auch immer. Also ich nehme die Sache ernst und entsprechend werde ich mich neu orientieren. Fazit. Leider unterschätzen viele Medienmacher und Konsumenten in der alternativen Szene die Ankündigungen von Agenda-Punkten, die uns relativ zeitnah, schätzungsweise ab der nächsten Legislaturperiode, treffen werden, und zwar mit voller Wucht.
Die meisten Reaktionen auf Postings oder Videos und Tweets und so weiter sind Kotz-Smileys, Veräppelungen von Politikern oder wissenschaftlichen Propagandisten, beziehungsweise Beteuerungen, dass sowas niemals passieren würde. Das ist ein fataler Fehler. Das wird kommen, wenn diese Leute ihre Posten behalten. Genau das wird kommen, wie dieser Jörg Heynckes, wie dieser grüne Politiker in your face verkündet hat. Ich erinnere nur, das Klimapaket ist beschlossene Sache und das in Verbindung mit der Energiewende ist hier in Deutschland gravierender als dieses komische Abkommen, Klimaabkommen auf EU-Ebene, weil wir auch eben wissen, dass einige Länder die Atomkraftwerke bauen oder erweitern werden und wir dagegen Windräder bauen oder sowas. Also wir setzen erneuerbare Energie dort, wo sie nutzlos ist und laut der Energiewende eben wird alternative Energie, zum Beispiel eben Sonnenenergie, bestraft, wenn sie angewendet wird, dort, wo sie nützlich ist, zum Beispiel eben Solarpanelen bei Häusern, Off-Grid-Living und so weiter und so fort. Also wir machen exakt das Gegenteil dazu noch. Normalerweise sollte jeder Physiker, auch eine gewisse Kernphysikerin, die zufälligerweise Bundeskanzlerin ist, Wechselstrom ist gut eben für den Stromtransport sozusagen auf einer Trasse. Gleichstrom kann man speichern. Und Wechselstrom kann man nicht speichern. Gleichstromstraßen sind eigentlich Unsinn. Davon sind wir weggekommen. Das war eben der Sinn des Wandels von Edison zu Tesla. Gleichstromleitungen sind armdick und haben Ausfälle und so weiter. Und was machen wir, beziehungsweise was macht die Bundesregierung im Zuge der Energiewende? Ja, Gleichstromtrassen zum Beispiel. Das ist auch ein Unsinn. Deswegen sage ich jetzt mal, bitte nicht unterschätzen, diese Dinge werden auf uns zukommen, wenn sich nichts ändert. In diesem Sinne und trotz aller negativen Ereignisse des Jahres wünsche ich euch allen viel Kraft für das kommende Jahr 2020. Vielen Dank, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal, auch meinen BitChute-Kanal und auf meinen Telegram-Kanal und unterstützt meine Arbeit. Nicht durch Spenden, sondern durch den Erwerb meiner Bücher bzw. meiner Merchandising-Artikel. Alle Links wie immer hier in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und bis im nächsten Jahr und auf Wiedersehen.